So. Schießen tun wir mit den Excite Econ. So. Wollen wir mal eine Runde drauf schießen mit der Diana LP8 Magnum Tactical. Wir fangen hier oben an. Ja, und schießen nach rechts durch. Denke mal, zwei Reihen will ich mal im Testweise plätten mit der schwarzen Rückwand. Denke, das geht ganz gut. Schauen wir mal. Wollen wir mal schauen, ob das Rettert noch. Passt. Na, ich setze mir da mal eine Brille auf bei den. Diabolos ist das doch besser. Scheiße, ist die geschlagen. Okay, ich glaube, der war zu hoch. Aber man sieht es wunderbar, die weißen Sterne auf dem schwarzen Hintergrund. Das liebe ich ja an diesen Waffen, die etwas hochpreisiger sind. Man zielt, man drückt ab, man trifft. Wenn das Wetter nicht so kalt wäre. Warum ging der denn hin? Habe ich den verrissen? Kann hier mal passieren. Gut, Leute. Diana LP8 Magnum Tactical. Das war's mit den Sternen. Ach, warte mal. Ich hab hier noch. CO2 drin. Das hier mitgeht. Ja, Bonus nehmen.
Na, warum mal die Exa Econ? 6 Stück. Mal gucken, ob wir da auch Sterne treffen. Na, ich glaube, wenn wir Sterne treffen, dann ist es einfach nur Zufall, weil ich jetzt nicht weiß, wie ich anhalten muss. Eh nicht so ganz genau. Schauen wir mal. Oh, eine Grube, Kimmel und Korn. Keine Ahnung. Geht der denn hin, ey? Die hängen ja so dicht, nicht die Sterne, nicht? Aber irgendwie. Kann ich da keinen zu treffen. Ach komm, alle. Gut, Leute, das soll es gewesen sein. Ihr wisst ja, reingehauen und die Ohren steif gehalten. Ach, hier, ja, das ist auch wunderbar auf dem Schwarzen. Hier gingen die alle hin mit den Schofield. Oh. Hier habe ich angehalten und hier gingen die alle zwischen. Na, alles klar. Aber das konnte man von hinten nicht sehen. Sonst hätte ich korrigiert. Aber es ist schon ein Ding, dass alle sechs. Hier hinten Diabole zwischen, dass alle sechs genau dazwischen getroffen. Nicht getroffen haben. Naja, gut. Reingehauen.